Was ist da genau mit den Kolben? Ja, da ist die Beschichtung weg. Heute schauen wir uns einmal an, wie so ein Rennmotor, ein Superbike-Rennmotor, nach 9500 Rennstreckenkilometer von innen ausschaut. Jetzt sind wir auf der Hinterseite. Und einige von euch wissen schon, das ist mein alter Motor, mein RN49 Motor, den ich so circa 5000 Kilometer länger gefahren habe, als man ihn eigentlich fahren sollte. Denn der normale Revidierungsintervall liegt in diesen Spezifikationen als Superbike bei 4.000 bis 5.000 Kilometer. Ich habe ihn schonend behandelt, deswegen hat er auch so lange gehalten. Und jetzt ist aber höchste Eisenbahn und deswegen schauen wir da jetzt mal rein, wie der aussieht, wie die Kolben ausschauen, wie die Lager ausschauen. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass... ich weiß es nicht. Bleibt da dran, schauen wir es uns an. Ich freue mich. So, ich stehe hier bei meiner, in Anführungszeichen, alten R1 RN49. Viele von euch erkennen sie. Ganz prädestiniert hier mit den Bremssätteln und dem 2D Data Recording. Natürlich komplett zerrupft jetzt hier. Der Robert hat drüben schon den Motor ausgebaut, da war ich leider nicht dabei. Das ging sich zeitlich nicht aus. Robert, did you find something special when you put out the engine of my bike? No. Everything was good. Everything was good? Really? I hope so. But now I can use the situation and can clean the bike inside the frame and the swing arm, yes? Normally I make it before the engine is in. Ah, okay. I clean everything around, then I make engine in. And then so you will do that for me? Yes. Ah, that's perfect. Thank you. Don't worry. Nice job. Thanks. So, wir starten den Motor zerlegen. Erst einmal die Zündspulen raus. Ventildeckel vermutlich unter. Dann schauen wir mal zu den Nockenwellen rein. Das ist mal der erste Step. Einfach nur gefahren. Das ist normal. Das ist aber Standardbogen. Wollte ich gerade sagen, also dreckig ist er innen schon mal im Ventilbogen nicht. Also das schaut ja schon mal sauer aus. Das liegt daran, dass ich wirklich jedes Event das Öl wechselt habe. Ne? Also wirklich, da bin ich sehr, sehr penibel gewesen. Ja, und er kann schlecht sein. Ja, nur das Modul, 1550. Oder das Yamaha, das ist das gleiche. Ne? Ja. Das schaut ja schon mal. Ist nicht schlecht. Schaut nicht so schlecht aus für 9500 Kilometer. Was lassen wir da? Ja, 9500 Kilometer ist ja hart. Ja, ich bin ja quasi der Crash-Test-Dummy für deine Motoren, ne? Ja, ja. Das ist quasi erst ein Kettenspanner raus da vermutlich dann, oder? Dass du dann oben rauf machen kannst. Ja. Oder cool, wenn erst abstecken, oder? Nein, nein, ich möchte nur durch dran. Also nur durch dran. Okay. Ja. Ist das live? Ja. Klar, sechstes WLAN-Kabel, das weg von der Kamera. Nicht eine schöne Linie, weißt du? Also diese Lauflinie. Ja, jetzt sagt er. Und die würde es nicht sehen, wenn er. Na, wenn er wasch ist. Aha, dann siehst du, wie er hin und her fährt. Durch das, dass die Ketten. Naja, dass der Öldruck nachlässt, ja. Im Spanner drin, ja. Und dann fährt er so hin und her. Ah, okay. Und das hört man auch, weil dann ist die Ketten laut. Okay. Na, no, das habe ich nicht gehört, ne? Ventile habe ich am Schluss schon ein bisschen gehört. Das Ventilspul, glaube ich. Ja, das wird sowieso schlecht. Ja, also das gefühlt habe ich das gehört, ja. Also es ist lauter geworden, das Ventilgeräusch. Das Problem ist, ich will nicht jetzt da Ventil durchziehen. Das hat keinen Sinn. Weil es sowieso komplett zwingen muss. Ja, ist schon klar. Komplett alles reinigen. Nein. Da muss man die Ventil anschauen, das ausschauen. Ob es eingeschlagen sind, ob man es neu geben, wie auch immer. Musst du jetzt den ersten Zylinder nicht auf OT dran, bevor du es nachmelden musst? Nein. Haben die nicht so vorspannt im Gang? OT gibt es beim Big Bang nicht. Ach so, stimmt. Weil sonst steht er an. Ah, okay. Wenn es dann hupft, steht er an. Ja. Das heißt, die Nockenwellen haben theoretisch nicht auf Spannung, also nicht stark. Nicht stark. Ja. Weil du hast bei der Nockenwellen da und da eine Markierung, bei der Kit-Nockenwellen. Aha. Bei der anderen hast du es außen, bei der Standard. Und unten, da, da sind nicht. Da ist nichts auf OT. Da kannst du keine Kurve auf OT schauen. Ah, ist interessant. Kannst schon, aber dann tust du schwer mit dem Einhängen. Okay.
Weil ich habe bei den M3 Motoren, die habe ich quasi immer so 5 bis 10 Grad vor OT gestellt, ja, dass die Nockenwellen so wenig wie möglich belastet waren, dass das schön ausschauen muss. Ja, aber du hast einen normalen Motor. Ja, genau. Ja, klar. Das kann Big Bang. Ja, beim V-Motor. Ja. Hast du auch nie auf OT. Ja. Die andere Seite sieht man halt beim Motor, denn was wir machen, dass das Laufspiel halt da auch passt. Ja, das schaut gut aus. Das gibt es beim Original nicht. Ja, das schaut sehr gut aus, das ist wirklich. Das sind halt so Sachen. Und die Verfärbung, wie gesagt, das ist normal. Wenn ich sie jetzt dann wasche, ja, und ein bisschen nachpoliere, siehst du nichts mehr. Ah, okay. Das heißt, die Nockenwelle können wir auf jeden Fall polten. Ja. Das Einzige, was sicher wegkommt, ist Ventilfedern. Ja, klar. So, die ersten Teile sind schon mal rausgebaut. Ventildeckel ist runter, die Nockenwellen schauen sehr gut aus, die Schlepphebel schauen gut aus, die sind extra Kohlenstoff beschichtet. Das heißt, die sind extrem gehärtet und halten auch lange her. Steuerkette schaut eigentlich gut aus, auch die Lauchschienen der Steuerkette. Also bis jetzt macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und tun wir mal noch mehr zerlegen, vielleicht finden wir noch das eine oder andere Problem. So, die Teile sind hier mittlerweile in der Waschmaschine zum Waschen. Wir gehen hier eine nach der anderen durch, vom Zylinder bis zum Zylinderkopf und so weiter, dass man mal alles schön vermessen kann. Ihr habt es gesehen, der Motor, so als Zwischenstand, hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, so nach diesem extremen Kilometerstand. In der Regel sollte der Motor nach 4.500 bis 5.000 Kilometer revidiert werden und jetzt sind wir bei 9.500 Kilometer. Das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied und trotzdem ist der Zustand so gut. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Motor ist vom Sepp, den ihr vorher gesehen habt, eigentlich eigenhändig zusammengebaut worden. Das ist jedes Lagerspiel gemessen worden, da ist alles perfekt gemacht. Und das spielt schon auch eine große Rolle im Vergleich zum Serienmotor, bei dem das nicht der Fall ist. Also obwohl dieser Motor mehr Leistung hatte als jetzt ein Serienmotor, ist es trotzdem eigentlich schon fast besser als im Stockzustand. So, der Plan ist jetzt folgender, jetzt wird alles gewaschen, dann wird alles vermessen, damit man auch mal die Ovalität der Zylinder sieht. Kolben kommen neu und so weiter und dann schauen wir mal, schreiben wir mal alles mit, was neu kommt, was gemacht wird und so weiter. Also bleibt dann noch eine Zeit dran, das könnte noch ein bisschen dauern. So, auch wenn der Motor nicht wirklich dreckig ist, trotzdem muss er picobello sauber sein, bevor die Ventilsitze neu geschnitten werden. Und ich mache mich jetzt ein bisschen nützlich. So, die ersten Teile sind schon mal sauber und hängen schon wieder am Bock. Schaut alles schon wieder sehr picobello aus. Jetzt kann man das auch mal genau anschauen, kann man dann die Laufbahnen vermessen, dass hier nichts mehr ölig ist und so weiter. So, das sind jetzt die Ventile hier und die Ventilfedern. Bei den Ventilfedern ist es so, das sind Kippt-Ventilfedern, die sind sehr stramm und sehr stark. Und die gehen aber auch ein bisschen auf die Ventile und da das Ventil sowieso so ein bisschen so eine Schwachstelle ist und man hier an den Schaft eh schon so ein bisschen von der Ventilführung sowas sieht, dann sind die schon so ein bisschen oval und deswegen tun wir die auf jeden Fall neu. Und auch hier, wo das Ventil quasi um Sitz abdichtet, da ist so eine leichte Kerbe auch schon drin, also da müssen die Ventile vorsichtshalber erneuert werden. Ist ein teurer Spaß, weil pro Ventil kostet das 100 Euro, also das sind gerade mal 1600 Euro,
plus die Ventilfedern, da sind wir, warte mal schnell, irgendwo 2000 Euro leider. Leider los, aber es hat ja halt keinen Sinn, den Motor jetzt so zu richten, dass es dann eventuell doch irgendwie wieder kaputt gehen kann. Von dem her muss man da einfach in sauren Apfel beißen. Und ja, die haben jetzt fast 10.000 Kilometer drauf, die Ventile. Tja, that's racing. Mal schauen mal. Also was haben wir jetzt? Kolben, Ventilfedern und Bläudel. Ja, gut. Die ist halt so. Naja, Kolben ist ja was Schönes, ne? So, jetzt brauchen wir mal was. Maß. So, jetzt nimmst du quasi das Maß von dem neuen Kolben und ja, dann... Das, und dann messen wir ins Länder. So, wie viel Ovalität dürfen wir haben? 500stel. So, wie wir sehen, hat der erste mal nichts, weil der ist komplett gleich. 500stel, ne? Naja, den habe ich auf 0 gestellt bei 500stel. Achso, okay. Und da sind wir komplett gleich. Hat quasi gar nichts. Der hat keine Ovalität. Der nicht. Der hat nicht einmal 100stel. Das ist gut. Ja, der hat mehr. Der hat eins. Ein Zehntel? Ein Hundertstel. Ein Hundertstel Differenz. So, wir haben jetzt einmal die Zylinderlaufbahnen gemessen. Die schauen gut aus. Bei uns nur einer weicht so ein Hundertstel ab von der Ovalität oder vom Toleranzbereich. Das ist aber vollkommen im guten Bereich. Also das können wir lassen so. Jetzt wiegen wir die Pleuel aus. Mit so einer kleinen Waage. Damit wir wissen, wo welches Pleuel hingehört, oder? Mit welchen Kolben? Mit welchen Kolben? Das zusammengehört. Damit quasi alle vier Kolben mit vier Pleuel dasselbe Gewicht haben, so gut wie möglich, oder? Und das schreibst du auf und dann rechnest du das quasi aus mit dem Pleuel zusammen, ne? Also ihr seht schon, es geht hier wirklich ums Detail, damit das sauber läuft. Hat wahrscheinlich auch den Grund, warum der vorherige Motor so lange gelaufen ist mit diesen Kilometern und so gut aussieht, weil das natürlich alles dementsprechend sauber gemacht wurde schon im Vorhinein. So, wir haben die ersten zwei Paare, Kolben und Pleuel. Was haben wir jetzt für eine Gewichtsabweichung ungefähr, Sepp? Warte ein bisschen, sorry, okay. Ja. 13, 12, 13, 13. So, das ist die 49, 71, 72. Gramm Differenz. Vom schwersten auf den leichtesten. Vom schwersten auf den leichtesten. Weil die zwei sind ziemlich gleich. Und wenn wir das nicht hätten gemacht, dann hätten wir was für Differenz? Im Worst Case quasi? 50 Gramm. 50 Gramm. Also 0,5. Ja. Ja, das ist schon ein Unterschied. 76 und der hat 70. Also da ist ganz wenig. Okay. Und das ist jetzt wichtig, damit die Schwingungen sich gleich verteilen auf die Kurbelwelle, oder? Ja, dass die Kurbelwelle nicht zum Schwingen, so brutal zum Schwingen anfängt. Zum Schwingen tut sie sowieso, ne? Also. Ja, weil es ein Big Bang ist. Schwingen ja, wird es ja immer. Aber nur, dass wir den Rundlauf ein bisschen modifizieren. Ja, ja, so, okay. So, der Zylinder, der wird jetzt nicht gehoben. Aus dem Grund, weil die Ovalität nicht groß ist, beziehungsweise eigentlich im absoluten Toleranzbereich ist. Bis auf einen Zylinder ein Hundertstel drüber, das ist aber vollkommen okay. Und aus dem Grund, weil das Kolbenspiel bei dem Motor, als der schon ursprünglich zusammengebaut wurde, relativ hoch schon gemacht wurde. Das heißt, wenn wir den jetzt nochmal weiter honen würden, dann wäre das Kolbenspiel zu groß.
Und im Endeffekt bräuchte man dann einen neuen Zylinder. Deswegen machen wir das nicht, weil es keine Spuren gibt, die problematisch sind. So weit, so gut. Brauchen wir neue Lager. Ja, und das Spiel mit den Lagern ist überall gleich, weil die Kurve bleibt. Okay. So, dann haben wir jetzt die neuen Hauptlager auf dem Unterteil des Blocks schon drin. Oberteil sind Teile drin. Dann brauchen wir noch die Lager für die Ausgleichswelle. Und oben sind sie jetzt auch schon drin. Und da brauchen wir auch noch die Ausgleichswelle. Blaulager kommen dann erst noch, vermutlich. So, kurzer Zwischenstandsbericht. Der Motor ist jetzt soweit schon mal. Die Kolben sind drin, die neuen Hauptlager, die neuen Blaulager sind drin. Der untere Teil ist soweit vorbereitet mit den neuen Lagern. Jetzt wird dann die Kurbelwelle poliert und die Kurbelwelle eingesetzt in das Motorgehäuse und dann dementsprechend verschraubt mit Drehmoment und Drehwinkel an Pleuel und Hauptlagerzapfen. Ja, und so weit, so gut, sieht alles sehr gut aus. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem Polieren der Kurbelwelle. So, Sepp, was machen wir jetzt mit der Kurbelwelle? Jetzt sparen wir es drei einmal. Genau. Polieren wir die Lagerflächen. Okay. Diamant-Schleifpasten, dass ich was wegbringe von der Beschichtung. Okay. Und mit welchem Schleifer hier? Gar keinen. Mit einem Bumper-Streifen. Ah, okay. Also, das macht quasi mehr, macht die Paste. Genau. Im Hintergrund die Kurbelwelle poliert, sprich die Zapfen, Pleuel und die Hauptzapfen, mit einer speziellen Paste, also dass man quasi kein anderes Poliermaterial wie feines Schleifpapier oder Vlies verwenden muss, sondern einfach nur ein Baumwolltuch und dass die Verfärbungen und die leichten Laufspuren dann verschwinden. Schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Zapfen sind jetzt schon poliert und jetzt, wenn man da hinschaut, dann sieht man einen extremen Unterschied zwischen dem Pleuel und den Hauptzapfen. Also der ist schon poliert. Und also der ist schon poliert, der Hauptzapfen, und der Pleuelzapfen noch nicht. Und dann sieht man jetzt auch den farblichen Unterschied. Ne? Und der farbliche ist, die Verfärbung kommt von der Hitze quasi. Genau. Ja? Mhm. Da wird Temperatur. Die Kurbelwelle ist jetzt perfekt poliert. Man sieht eigentlich an den Zapfen so gut wie gar nichts mehr. Sieht aus wie neu, wirklich wie neu. Jetzt wird sie nochmal gereinigt, weil natürlich auch durch die Politur so ein bisschen so ein Politurschlamm eventuell in die Ölbohrung gekommen wäre. Das muss man jetzt sauber machen. Und ja, dann kommt die Kurbelwelle ins Gehäuse eingesetzt und mit den neuen Pleuel verbunden. Sepp, was haben wir jetzt mit dem Zylinderkopf? Wir machen deine Ventilsitz wieder so, wie sie mal waren. Ah, okay. Vor 10.000 Kilometer. Und wie machen wir das am einfachsten? Am einfachsten mit
eine Ventilfräse. Es gibt andere Möglichkeiten auch, aber das geht halt am einfachsten. Okay. Wenn man es beherrscht. So, jetzt ist es quasi so, schaut der Zylinder, also die Ventilsitze aus nach 9.500 Kilometer und jetzt halt, werden die quasi bearbeitet. Da kommt jetzt quasi so ein Bolzen in die Führung rein. In die Führung, dass er, erstens mache ich auch den Sitz zur Führung richtig. Ja. Nicht, weil wenn du das mit einem Handfräser machst, wird ja. das nicht so wie es gehört. Ja. Oder? Weil du musst ja abhängig von der Führung sein und nicht. Ja, und die andere Seite ist, wenn ein anderer jetzt sagt, das schleifen wir nur ein, ja. das Ventil bewegt sich ja. Ja. Der sieht es wieder nicht so, wie er soll. Aber einschleifen tust du sie quasi jetzt nicht, also nur den Sitz schneiden? Ich mache nur den Sitz, dann nehme ich das Ventil, mache immer zwei und mache mit dem Unterdruck über den Auspuff und sage, ob es dicht sind oder nicht. Okay. Aber das zeigt, dass das können wir dann schauen. Okay. So, wie ihr gesehen habt, da hinten werden jetzt die Ventilsitze neu geschnitten mit einer Ventilsitzfräse. Ich kann mich noch erinnern, aus meiner Motorbauzeit haben wir die Ventile noch eingeschliffen mit so einem kleinen Holzstab und einer Paste. Aber das gibt es ja auch schon länger, aber es ist anscheinend halt besser und dichtet besser ab. Und die Dichtprüfung, die kommt dann zum Schluss mit Unterdruck. Und dann schauen wir, ob die Ventile alle dicht sind. Jetzt nehmen wir Unterdruck, dann fahren wir am Auspuff drauf und dann muss ich aber das AG erst hochhalten. Wenn das ist ja offen. Da hinten hin? Ja, vielleicht. Auspuff stutzen. So. Ja. Drauf, dann muss ich unten das AG erst hochhalten. Ja. Dann muss ich erst suchen. Dann ist da der Unterdruck. Und alles zwischen 600 und 800 ist perfekt. Und deins ist perfekt. So, und wie man sieht, Ventile einschleifen braucht man nicht mehr, sondern die Sitze nachschneiden perfekt und schon ist das Vakuum am Maximalausschlag. So, wir sind jetzt soweit. Sepp, du hast den Kopf soweit zusammengebaut. Wir waren ja noch dabei, wenn wir die Ventile, die ersten eingeschliffen haben, beziehungsweise die Sitzringe nachgeschnitten haben und geprüft haben. Hast du noch irgendwie was besonders festgestellt beim Sitzringschneiden, Ventile, Dichtigkeit und so weiter? Alles okay. Hm? Also der Kopf ist wieder wie neu. Ich habe dann nur die Nockenwellen geputzt. Okay. Also die sind auch fertig. An und für sich sind wir soweit zum Kopf aufsetzen. Okay. Und jetzt haben wir schon Zylinderkopfdichtung drauf, das ist jetzt das Standardmaß oder gibt es da verschiedene Maße von dem? Nein, gibt es einen Standard. Okay. Und was hat die für Stärke? 60. 0,6. Weil das eigentlich so, was deine Überrätselmigkeit gemacht. Nice. Ja, also ich weiß, so die M3-Motoren zum Beispiel haben 0,64 zum Beispiel gehabt, Standardmaß. Also das ist so kommt darauf an, was für ein Motor. Ah, okay. Meine, bei der R6 haben wir von 0,4 bis 0,7. Okay, also 0,4 dann, wenn die Verdichtung dementsprechend hoch ist. Also ja, kommt darauf an, ob es das ausgeht. Ah, okay. Das kommt immer aufs Squish drauf an. Mhm. Okay. Du hast das dann auslitern oder hast du das jetzt ausgelitern oder sagst du das? Das habe ich ja schon gemacht, wie ich im Motor gemacht habe. Wir sind das erste Mal war jetzt. Ja. Okay. Super. Na ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns den neuen Kopf, beziehungsweise fast neu, weil der schaut immer aus wie neu, und bauen wir noch mehr. So, da haben wir jetzt die Nockenwelle, die hat der Sepp für mich poliert quasi. Und das ist schon verblüffend, wenn man die jetzt anschaut. Die hat 9.500 Kilometer drauf und eigentlich sieht sie fast aus wie neu. Ne? Also da ist keine Grüppchenbildung drauf auf den Nocken und sieht relativ sauber aus. Von dem her, die können wir ganz ruhigen Gewissens wieder einsetzen. Und das machen wir jetzt dann, wenn der Sepp den Kopf verschraubt hat. So,
So, die Zylinderkopfschrauben, der Titel Drehmoment bzw. Winkel werden hier angezogen. Zuerst 15, 25, 45. Aha. Und dann lockern 15, 160 Grad. 15 Newtonmeter, nach dem Lockern 15 Newtonmeter und 160 Grad. Genau. Ja, das kommt schon ordentlich. Okay. So, neue Steuerkette. Neu ist treu, so ganz nach dem Motto. Richtig. Das Problem ist genauso wie mit den Ventilfedern. Reißt die Steuerketten. Ist alles hin. Ist auch nicht lustig. Aber die Schienen sind noch gut, ne? Ja. Und da hat es noch nie Probleme gegeben mit diesen Spannschienen quasi oder Führungsschienen von der Kette. Das Problem, was es nur gibt, ist bei den Nockenwellen mit mehr Hub, dass die Ketten zu warm wird. Mhm. Und dann kann es sein, dass der innen irgendwo reißt. Ah, ja. So, ich war jetzt der Meinung, dass man die das Ventilspiele ein bisschen größer macht, um quasi, falls sich die Ventile noch einklopfen, dass es dann passt. Aber der Sepp sagt gerade, dass dann ja der Hub ein bisschen geringer ist und da wir ja auf Leistung schauen müssen, dass wir das Ventilspiel eher in Richtung kleineres Ventil spielen. Außerdem bei der Titanventil stoppt sie nicht rein. Wenn sie was einschlägt, dann ist es ausbauen. Also Titanventile klopfen sich anscheinend nicht in den Zylinderkopf ein. Jetzt quasi, das ist also eine Schwungscheibe mehr oder weniger, für die Schwingungsdämpfer, oder? Ja, plus Magnet für die permanenten Magnet, ja, aber auch, genau, aber auch für die Rotationen, um die auszugleichen. Ja. Das heißt, du schaust jetzt da, oder? Das ist auf OT. Dass der Kolben auf OT ist. Das heißt, er muss quasi auf 0 sein. Die Uhr steht. Das ist jetzt nicht. Also die Uhr muss stehen, das heißt, wenn die Uhr steht, dann ist der Kolben ganz oben, genau. Und dann ist der Kipppunkt von der Kurbelwelle, ne, wo er kurzzeitig oben bleibt. Genau. Das heißt, du weißt jetzt, okay, der ist auf oben. So, wie ihr seht, es ist natürlich alles schon zusammen hier. Es ist auch der Ölkühler schon dran. Es hat folgenden Hintergrund. Seth, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir 3 Liter Öl reingefüllt und jetzt pumpen wir mit der Ölpumpe, machen wir einen Öldruck. Das heißt, wir haben jetzt Ölfüllmenge normal, nein, oder ein bisschen weniger. Also weniger. Und jetzt drehen wir quasi den Motor über das Getriebe mehr oder weniger, oder? Ja, oder anders, wenn wir auch drehen. Ja, ich drehe nur die Ölpumpen. Also du drehst jetzt nur die Ölpumpen und somit erzeugen wir jetzt einen Öldruck. Genau. Wo kontrollierst du das, dass er dann hat, oder? Beim Blöder. So, das ist natürlich jetzt super, um den Öldruck quasi zu machen, ohne dass sich der Motor bewegen muss, drehen muss. Somit, dass alle Lager schon geschmiert sind, auch die Kolbenbodenkühlung okay, schon nein, den Kolben von unten angespritzt hat, die Bläulager voller Öl sind, die Hauptlager voller Öl sind. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um dann den ersten Start zu machen, ohne dass die Lagerstellen trocken laufen. So weit, so gut. Schaut alles top hier aus. Jetzt kommt der Motor ins geputzte Motorrad rein und dann schauen wir mal, ob er anspricht. So, das Motor reinheben hier zu dritt, hat es genau 30 Sekunden gedauert, jetzt sind die Schrauben schon mal drin und jetzt geht es an die Verschlüsse, an die Schläuche, an die Stecker und natürlich an alles, was irgendwie Flüssigkeit enthält. Haben wir schon Öldruck? Ja. Ist schnell gegangen. Ja, ist schon da.
So, wie man gesehen hat, der Öldruck war sofort da. Das liegt daran, weil das Set natürlich den Motor vorher schon manuell aufgepumpt hat. Das heißt, ein paar Umdrehungen mit dem Anlasser und schon ist der Öldruck da. Das ist natürlich top. Und jetzt können wir starten. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ich habe nämlich beim ersten Mal dann Zündung dazu schalten sofort angesprungen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Normal, das dauert ja Zeit, bis so ein neuer Motor ein bisschen wieder anspringt. So, jetzt haben wir sie mal warm laufen lassen, sauber entlüftet draußen. Jetzt kommen sie auf den Prüfstand, fahren wir sie ein bisschen ein und schauen uns die Lambda-Werte an, ob alles sauber ist. Danach gibt es nochmal eine Dichtheitsprüfung, aber es schaut alles im Großen und Ganzen relativ gut aus. Also. So, das war's auch schon mit der Motorrevision von meiner Yamaha R1. Ihr habt gesehen, der Motor hat gar nicht so schlecht ausgeschaut. Somit ist es eigentlich so gegen manche Vorwürfe, die in der Rubrik Motorsport so gemacht werden, dass die Yamaha-Motoren nicht lange halten. Das war auch früher vielleicht, gab es da die ein oder anderen Kinderkrankheiten, aber man hat jetzt hier an dem Beispiel gesehen, dass das eigentlich schon längere Zeit Geschichte ist. Natürlich ist es so, es muss nicht jeder Motor so lange halten. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie behandelt man ihn, wie fährt man ihn ein, wie fährt man ihn warm, wie oft macht man die Ölintervalle und so weiter. In dem Fall haben wir Glück gehabt, es hätte auch nicht sein müssen und wie es ihr mitgekriegt habt, wir haben auf jeden Fall prophylaktisch so viel wie möglich getauscht, um die nächsten 9.500 Kilometer wieder eine Ruhe zu haben. So, der Motor ist jetzt eingefahren auf dem Prüfstand. Ich freue mich auf das erste Event damit, wieder mit meinem alten Motor zu fahren, der jetzt quasi neu ist. Und wenn du vielleicht auch den einen oder anderen Yamaha-Motor mal reinschauen möchtest, um den revidieren zu lassen, dann schau doch mal einfach bei der Firma Yard und bei Mandy vorbei. Die Jungs, habt ihr gesehen, die sind absolut spitze und wissen ganz genau, wo sie die Schraubenschlüssel angreifen sollen. Also gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin und ciao.